Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind hier beim Schmied und ich glaube, ich werde wirklich einfach die Hellebarde verstärken. Weil sie macht guten Schaden, hat eine gute Reichweite. Und ja, es wäre praktisch jetzt. Ich meine, später könnten wir uns immer noch große Scherben kaufen. Weil die kleinen, die brauchen wir momentan nicht. Die würden wir für eine andere Waffe brauchen, weil hier sind wir schon drüber dem. Und große Titanitscherben sollten wir auch später kaufen können bei diversen NPCs, soweit ich das weiß. Von daher gehen wir die einfach hier aus. Ihr wisst, ich habe kein Problem mit Farming, von daher, wenn ich welche brauche, dann werde ich einfach welche farmen. So, mal schauen, also 245, wenn wir hochgehen, das heißt, wir kriegen fast 20 Schaden als Grundschaden dazu mit dem Ding. Wir haben vorher, sollten wir uns das vielleicht anschauen. Wir sind bei 320 durch den Ring, den wir haben. Vielleicht sollten wir den ablegen. Also 300. What? 300. So, einmal upgraden. Nochmals upgraden. Und jetzt würde uns nur noch mal eine große Titanitscherbe fehlen und dann können wir, glaube ich, Schollen nutzen schon. Wobei, ich kann auch falsch liegen. Ich meine, das ist der Noob Run. Ich habe es noch nicht so weit gebracht. Aber plus 5 ist das Ding jetzt. 262. I'll be around. Grundschaden liegt bei 342. Die Haltbarkeit ist halt immer noch nicht ganz so toll, aber ich meine, für Bosskämpfe und sowas, da reicht das und da ist es auch wichtig. Wie weit sind wir jetzt damit? 362? Warte mal. Genau, 20 Punkte mehr, oder? Ja. Genau, 20 Schadenspunkte mehr. Nice. Okay. Dann können wir einfach weiterschauen, was wir jetzt als nächstes machen. Wir haben immer noch ein paar Seelen. Hochleveln können wir nicht wirklich, außer wir verbrennen ein paar. Oder nutzen halt ein paar Seelen. Wir haben ja reichlich davon. Das ist die größte. Gibt uns die? 3000. Okay. Wenn wir bei 10.000. Wird sich das vielleicht ausgehen? Dann sind wir einfach alle. 3 auf einmal. 600 nur. 5 von denen. Ich glaube, die Hunde haben das gedroppt, oder? 4000 insgesamt. Bossseele will ich aber nicht nutzen. So. 2000. Fehlt immer noch ein bisschen was eigentlich. Ach ja, hier habt ihr Goldharz. Fehlt immer noch ein bisschen für ein zweites Level-Up. Naja, macht nichts. Wir haben gesagt, wir leveln eigentlich, glaube ich, Beweglichkeit ab. Zumindest bis 20. Weil dann könnte ich auch ein Großschwert nutzen. Das hier. Ich meine, ich könnte auch ein Bastardschwert nutzen, aber ja. Wenn schon, denn schon. Das macht mehr Schaden. Und ich meine, wir wollten sowieso auch die Beweglichkeit ein bisschen erhöhen. Erhöht ja auch den Schaden von unserer Hellebarde. Von daher. So, Geschicklichkeit. Meine Kondition wäre auch schön, wenn ich das ein bisschen hochpushen könnte, aber ja. So, 19, ja. Wie viel sind, sagen wir nicht, wirklich 400? Oh Gott. 400 ist wenig, was uns fehlt. Ja, gehen wir kurz dahin. Ich will kurz die 400 Seelen holen für ein Level-Up. Damit wir das abgeschlossen haben, damit es eine schöne 20 ist. Wobei, dann könnte ich auch noch Seelen gebrauchen für Ding jetzt hier, für, wer ist es? Ja, dann, Menschenbild. Das ist doch mal auch Menschenbild. Hunde sind cool. Ja. Dann habe ich nicht gedacht, wenn man von hierher kommt. Okay, ich wollte nicht explodieren. Deswegen habe ich mich fangen lassen. Und ja, ich weiß, es ist eine Ausrede. Und mir ist es egal. Hey.
fetten Kampf ist richtig gut meistens. Zumindest müsst ihr zusehen, dass ihr unten seid, dann habt ihr einen Vorteil. Meistens, außer gegen jemanden, der irgendwie einen großen Kolben schwingt. Dann eher weniger. Was? Wieso hat sich das Menü geöffnet? Seltsam. Wirklich seltsam. Siehst du mich? Mittlerweile müssten wir eigentlich genug haben. Wobei ich dachte mir, vielleicht könnte ich das Schwertchen auch noch verbessern. So. Wir können halt schauen, ob die wirklich vielleicht was Schönes droppen oder nicht. In die Kopf. Und zu nah dran. Nein, die droppen nichts mehr. Oh, okay. Sollen wir den Großen dann noch töten? Ja, wenn wir schon da sind. Und dann sollen wir uns wirklich auf den Weg machen. Es gibt einfach so viel zu tun, so viel zu sehen, so viel zu probieren. Den Stechen ist nicht gut. Ich meine, ihm ist es gut, ihm passt es. Für ihn ist es super. Schon wieder nicht stechen. Ja. Und zack. So. Dankeschön für deine Seelen, jetzt können wir nach Hause. Ja. Sollte ich die kleinen Titanitscherben nutzen für das... Rangnei-Schwert? Ja. Ja. Wir haben genug. Wir haben genug. Vielleicht ist es sogar besser als das Heideschwert. Weil bei Elementarwaffen ist es so eine Sache. Sind ziemlich gut, nur... Es kommt drauf an, gegen was man kämpft in diesem Spiel anscheinend. Anscheinend sind sie in Dark Souls 2 ein bisschen schwächer geworden. So. Dann sollten wir es jetzt ja ohne Probleme nutzen können. Ja. Mal schauen, wie ist das Moveset? Ja, ziemlich nett. Was macht er? 2. Also ein Stecher nach vorne. Okay. Zweihändig geführt. Auch nett. No. Interessant. Sobald in eine Combo übergehen würde. Nur nicht wirklich. Sieht halt sehr stylisch aus. Oder wird das so parieren? Wenn ja, dann wird das cool, aber... Ja. Das sind Großschwerter. Erinnert ein bisschen auch an Claymore und Co. Sieht auch nett aus. Wir können mal schauen, wie teuer das Upgraden wäre. Von dem Teil. So, wo hätten wir es? 1180 für einmaliges. Ach so, es ist mit glitzerndem Titanit, wird das upgegradet. Ja, das ist noch besser. Dann muss ich mir keine Sorgen machen. Wobei, das heißt wiederum, dass es nicht so schnell und so, naja, nicht so weit upgradebar ist. Wir können keine Elemente darauf versetzen, wie es aussieht. Und zumindest war das in Dark Souls 1 so. Und es ist halt nur mit glitzerndem Titanit abzugraden, also Funkeltitanit. Und das Ganze geht wahrscheinlich nur bis plus 5. Machen wir es einmal. So. 204. I'll be around. Wir könnten es dann ja auch testen. Vielleicht nutze ich hier sogar das andere Schwert. Dann können wir Schanzvergleiche machen auf dem Weg. So, Heideschwert. Und dann können wir uns das anschauen. Und zwar der Flammturm. Jaja. Ich hätte vielleicht mit dem 400 noch was kaufen können, aber 400. Was ist das schon? Nutzen wir gleich mal hier das Großschwert. Oh, 300 Schaden? Wow. Wow. Wenn hier, das können wir ablegen. Ist auch momentan. Weil wirklich schwer war es nicht, oder? Aber damit ich schneller wechseln kann, ja. Das Ding ist gut. Wirklich. Vergleich Heideschwert. Auf plus 3 aber nur halt.
Müssen wir auch so nett sein und das halt mit einbeziehen. 187 nur. Das Großschwert hier 318. Huhu. Ich mag es. Ich mag es. Sorry, Heideschwert, du warst ein gutes Schwert, aber so viel Schaden machst du leider nicht. Wieder unsere Glocke, denn die werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich könnte sonst meine Hellebarde auch mal vergleichen, schadenstechnisch, wie viel die macht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ding wirklich stark ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir mehrere Typen. Drei Stück. Drei Stück. Gegen einen. Okay. Guter Schaden. Nur Haltbarkeit ist wieder die Frage. Oh, Vierer-Kombo. Nein. Nein. Ich bin zu schwer geworden. So, komm her. Komm her. Ich habe jetzt ein Großschwert, das viel Schaden macht. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Nice. Ah, ein Bleistein. Sind viele gestorben hier. Sind viele gestorben hier. So, was machen wir damit? Wieder so ein Hebel. Ändert das wieder hier diesen Bereich? Das ist ein Bossbereich. Ja, das Ding ist oben. Hat man viel, viel mehr Platz. Warte mal, hier ist sonst nichts mehr. Links wird es auch weitergehen. Wir gehen aber rechts. Wir gehen rechts. Gibt es da irgendwas? Ich meine, dieser Flammturm, dieser Leuchtturm, der ist wunderbar. Der sieht richtig gut aus. Wir truhen den Gegner. Zuerst den Gegner. Okay, Dreier-Kombo von ihm. Und Schlag, Schlag. Was? Two Hits. Wow. Wow. Ich mag dich. Ich hoffe, da ist keine Falle drin. Nein. Grüne Blüte. Ah, praktisch. Ausdauerregeneration. Nice. Dann gehen wir hier einfach mal durch. Und schauen, was das für ein Boss ist. Wie schwer der ist. Der Drachenreiter! Nicht schlechter Angriff. Oh. Ja, Ausdauerregeneration. Vielleicht ein bisschen weggehen, dann wieder rankommen. Schild heben! Nein, Schild heben! Schild heben! Wow, also, wir machen guten Schaden. Nutzen wir unsere Lebenssteine mal. Zweierschlag-Kombo hat er auch. Das Schwert ist so gut. Ich liebe es. Ich liebe es. Das war ein richtig guter Fund. Nein, zu spät. Kann gefährlich sein, aber ist langsam. Was gut ist. Nur ich kann, glaube ich, nicht wirklich gut rollen. Was auch ein Problem ist, meinerseits. Also wir sind beide langsam. Wenn man das so sieht. Guckt euch das an, wie viel Schaden das Ding macht. Mit einem Schlag. Er blockt! Eine Dreier-Kombo. Er hatte Angst vor mir. Er hat angefangen zu blocken. Oh! Drachenreiterseele, die werden wir uns anschauen zuerst, aber hier weiter. Wir können hier hoch, ja? Wow. Ich habe in Dark Souls 1 auch Großschwerter geliebt, aber das ist phänomenal. Wow. Ich hab dich lieb.
Nice. Nice. Wie schwer sind wir eigentlich jetzt geworden? Darauf habe ich gar nicht geachtet. 74. Ich zeige euch mal was, weil das haben wir uns noch nicht angesehen. Ich komme eh dann wieder. Ich denke, der NPC, der müsste eh da sein. Sieht aus wie ein NPC. Wie auch immer das ist. Wir schauen uns jetzt mal an, was passiert, wenn wir unsere, was war das, Belastung erhöhen. Weil ihr habt gesehen, wir sind mit dem Schwert und mit dem Outfit bei 74%. Das heißt, wir würden nur fett rollen. Und hier und da will ich auch ein bisschen rollen können. Wenn wir einen Punkt, weil einen Punkt können wir momentan nur verteilen, mehr geht sich leider nicht aus. Dann wären wir bei wie viel Prozent? Bei wie viel Prozent? Bei 72. So ein weiterer Punkt müsste eigentlich noch rein. Das heißt, ich müsste zusehen, dass ich an mehr Seelen komme. Was machen wir? Ich habe eine Idee. Wir haben eigentlich noch eine offene Rechnung. Wir haben noch eine offene Rechnung. Und zwar müssen wir hier hin. Wir haben eine offene Rechnung und ich habe jetzt ein gutes Schwert. Ich will mich rächen. Ich will mich rächen. Vielleicht wisst ihr, was ich machen will, aber ja. Fangen wir bei denen an, ja. Wir wurden ja ordentlich platt gedrückt von einer bestimmten Monsterart. Und ich will mich rächen dafür. Seht ihr, wir können nicht wirklich rollen. Ugh. Eigentlich müsste ich es jetzt hier hinkriegen, gegen die zu gewinnen. Was? Nicht? Rap. Oh nein. Nein! Oh Gott. Ich bin immer zu schwer. Zu langsam und die machen so viel Schaden. Hellebarde. Nein, nicht manchen, nein. Nein. Oh Gott. Wieso halten die so viel aus? Ich dachte, ich würde sie zerstören. Oh Gott. Oh Gott. Naja, holen wir unsere Seelen wieder. Und dann schauen wir mal. Vielleicht mit Pfeil und Bogen. Es sind zwei. Bei einem wäre es wiederum ein bisschen besser, aber trotzdem. Es sind doch so schwer. Ich sollte vielleicht irgendwas ablegen. Ablegen. Was können wir da ablegen? Die Glocke? Oder vielleicht ein Teil meiner Rüstung, ja. Ich weiß nicht, Handschuhe? Ja, Handschuhe würden schon reichen. Oh Gott. Dann macht das weniger. Bei dem zumindest. Vielleicht ist es bei dem besser. Habt ihr was gemerkt? Nö. Nehmen wir die Feuerpfeile. Wow. Feuer ist gut. Hey. Da, 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 da. Ein Feuerfall habe ich jetzt umsonst geschossen. War trotzdem ziemlich gut. Wow. Feuerfälle sind nice. Oh, an das 1000 Seelen. Ein bisschen weniger, oder? Huch. Also einen haben wir töten können. Ein anderer ist immer noch hier. So, die Seelen sind da. Ja doch, 1200 gab's. Heil und Bogen ist wirklich gut gegen die. Im Vergleich zum Nahkampf. Die haben anscheinend eine wirklich dicke Haut.
Oh. Nice. Okay. Hier kann ich rein. In deine Popo. In deine Popo. Hier mein Spaß. Manchmal muss man auch ein bisschen cheesy sein in Dark Souls. Und darauf habe ich ganz vergessen. Ah Gott. So, gibt's da irgendwas als Entlohnung zumindest? Nein. Crap. Wenigstens können wir jetzt jederzeit easy, glaube ich, unseren Dingens hier. Unser Geschlecht umwandeln. Ich weiß nicht, ob es sonst irgendeinen Vorteil jetzt gab davon. Ich glaube, die respawnen nicht. Das wäre was. Genau, wo wir hier sind, kann ich kurz mal hier hoch. Ich glaube, wir haben immer noch den einen Stein. Und da können wir schauen, was die uns geben würden. Sollte wieder mehr als weißes Phantom unterwegs sein, damit ich mehr von den Steinen kriege. Yes, you! Give us Silky! Damit ich mehr von denen kriege. Weil bis jetzt habe ich das noch nicht wirklich getestet. Schauen wir mal. Ablegen müsste es sein. Und im Nest ungefähr, ja. Ja, ja. Too nice, too smooth. Aber schon, haben wir jetzt nur einen Gegenstand gekriegt? Blitzstein. You, you, give it mood. Yes, you, give us Silky. Okay, schauen wir, was ein Blitzstein eigentlich ist. Ist es das? Ja. Erfüllt die Ausrüstung mit Blitz. Tränkt Waffen mit Blitz oder bietet Blitzabsorption für Schilde. Das ist dasselbe wie ein Feuerdrakenstein. Tränkt Waffen mit Feuer oder bietet Feuerabsorption für Schilde. So, beides anscheinend auch aus der Zauberakademie von Melfia. Und ja, der Text ist sonst ident. Bleichstein ist verwendet dies bei einer Waffe oder einem Schild, um alle verliehenen Kräfte aufzuheben. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir eine Feuerwaffe hätten, können wir sie zu einer normalen Waffe machen. Interessant. You, you, give us smooth. Nein, heute nicht. So, also geht's wieder nach unten und... Ah, warte mal, das Feuer habe ich nicht angezündet. Ich glaube, da oben gab's schon ein Feuer, oder? Nein? Crap, also wieder runter. Oder wieder hoch. Ja. Das habe ich nicht angezündet, ich dachte, ich hätte alle Feuer angezündet. Hm. Holen wir das schnell mal nach. Und dann gehen wir zu dem eigentlichen Hippo, der uns hier... massakriert hat, uns töten wollte, uns fertig gemacht hat. Der Mistkerl. Wir vergessen sowas nicht. So, jetzt brennen sie alle. Was es auch immer gebracht hat. Mehr Licht auf jeden Fall. Die Höhle, die sieht doch richtig wunderbar aus da. Wobei die Bäume sehr seltsam gerade aussehen. Das ist ein bisschen unnatürlich, aber ja. Hey, ihr braucht euch nicht beschweren über Langeweile oder sowas, weil wir haben den Boss besiegt und wir schauen uns jetzt andere Sachen noch zusätzlich an. Den anderen Boss, den es dort gibt, werden wir uns dann später noch ansehen. Tür ist zu. Still determined as ever, I see. Do you wish to start all over again? Also bei ihr können wir Punkte neu verteilen, bis Rowan, wenn wir wollen. Aber das wollen wir nicht. You must go on a well, I suppose, if you, but if your will is yet unbroken, to start again. Ja, no, of course not. Now go along then. Das haben wir, glaube ich, hier schon einmal gehört. You have proven yourself to the forest. We have little to offer, except perhaps these. Kelle der Markt.
May they bring fortune to your journey in some small way. The old women are sisters. I am told long ago, but now... Das haben wir auch schon mal gehört. Die Kelle der Markt. Müssen eine Waffe sein. Ach ja, das ist der Handwerkerhammer, den wir vorher gekriegt haben. 215. Wirklich? 215 Haltbarkeit? Wow. Nein, 80 von 80. 215 ist der Erinnerungswert. Wir werden uns das anschauen. Handwerkerhammer, ein alter Schmiedehammer. Sieht wie ein typischer Hammer aus, ist jedoch unglaublich robust. Angeblich wurde er vor langer Zeit von einem berühmten Schmied benutzt. Und die Kelle der Markt. 20 Schaden nur. Eine ganz normale Küchenkelle. Wer diese als Waffe wählt, hat es entweder mit einer entsprechenden Situation zu tun oder verfügt über einen seltsamen Humor. Wenn es euch euer Leben lieb ist, so lasst dies in der Küche zurück. Oh Gott. Schon. Angriff, Gesamt, genau. Schussreichweite, Zaubergeschwindigkeit, Balance-Schaden. Balance-Schaden ist das. Absorption, Gesamt, genau. Also wenn wir damit blocken würden. Und die Robustheit. Aber 80 Robustheit ist auch ziemlich gut. Wie wäre es schadenstechnisch? 166. C-Scaling mit Stärke. Ja. Vielleicht wenn man es ausbaut. Vielleicht kriegt es dann noch ein bisschen besseres Scaling. Wer weiß. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg zu dem anderen Hippo. Weil den will ich tot sehen. Ja. Genau den. Wobei ich nicht weiß, ob ich den wirklich besiegen kann im Nahkampf. Oder wir werden auch ihn schießen. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht zusehen, dass wir weiter hinten eher hier stehen auf dem Weg zu ihm hoch. Da sterben anstatt oben bei ihm. Wäre auf jeden Fall sicherer. Besser. Könnt ihr noch einmal anzünden. Letzter Feuerpfeil. Okay. Das hat nicht ganz so funktioniert. Nein. Nein. Boah, das ist Rollen. Das funktioniert auch gar nicht. Das ist auch eines der größten Schwierigkeiten bei ihm. Direkt in den Kopf. Nice. Okay, ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet mit dem Bogen, aber trotzdem. Steinring. Oh. Kurz mal heilen. Steinring. Was ist ein Steinring? Steinring. Da. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Dies ist der geliebte Ring des edlen Lothian. Ohne Schild, ehemals aus Forosa. Treffer verringern die Balance des Gegners immens, also für PvP anscheinend. Der Effekt scheint unbedeutend zu sein, doch denjenigen, die verstehen, wie wichtig es ist, Lücken in der Verteidigung des Gegners zu nutzen, wird der Wert dieser Waffe, dieses Rings, schnell bewusst. Nett. Also ein PvP-Ring. Das ist momentan für uns ein bisschen unnutz. Aber gut. Wie viel Verteidigung, nicht Verteidigung, wie viel Robustheit hat eigentlich die Waffe? 70. Ja, auch 70. Wirklich? Warte mal. Die Alebada hat dann Robustheit dazu gewonnen, oder? Weil die war bei 60, soweit ich mich erinnern kann. War auf jeden Fall nicht so hoch. Wenn ja, dann ist cool. Dann ist es gut, dass ich sie abgegradet habe. Weil jedes bisschen Robustheit ist gut, sehr gut sogar. Heideschwert hatte 70. Ja, ja, das Ding hatte 60. Nice. Das heißt, ich kann es dann häufiger benutzen. Upgrades erhöhen also auch die Robustheit, wie es aussieht. Ah gut, wir wären damit dann auch fertig. Also wir sind schon bei 30 Minuten. Oh Gott. Ich verplemper gerne Zeit. Aber wir haben uns jetzt bei allen drei Hippos gerecht. Wobei, wir hätten vielleicht mit einem NPC noch reden können. Warte mal kurz. Oder lasst mal aufleveln, wenn wir schon hier sind. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich wieder in Belastung was reinstecken. Ach.
Aber ich kann dann umscalen, wenn ich dann andere Sachen finde. Das ist halt schwer am Anfang, wenn man nicht wirklich ein Bild im Kopf hat oder überhaupt weiß, was man anstellen will. 70,7 wäre ich immer noch. Ein bisschen zu schwer. Ein bisschen nur. Ja, dann müssen wir noch ein Level reinstecken, wie es aussieht. Und in der Zwischenzeit ohne Handschuhe rumlaufen. Ist ein bisschen doof, ist es aber, ja. Hauptsache, ich kann mich einigermaßen schnell bewegen bzw. ausweichen. Ich muss nicht ganz leicht sein, aber es ist nicht schlecht auszuweichen. Ihr habt gesehen, gegen den Dicken. Gegen die Dicken ist es wirklich essentiell, auch nach hinten auszuweichen und nicht zu blocken, denn man kriegt viel zu viel Schaden rein. Vielleicht, wenn man mehr Kondition hätte, wäre es vielleicht anders. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht wirklich jetzt mit Charakteren angefangen, die auf Vitalität und Kondition gehen. Wäre auch mal interessant. Zumindest, wenn das PvP-Game hier immer noch gleich ist in Dark Souls 2 wie in Dark Souls 1. Dann ist es essentiell, dass man die zwei Stats nach oben bringt. Wir werden sehen. Wo ist sie? Da ist sie. The old women are sisters. Not the... Die kann nicht reden. Und die auch nicht. Also die einzige, die hier, die kann mit uns reden. Und ich glaube, die hat nichts Neues zu sagen. Oder? Still determined, do you? Ja. No, now go on. Nichts Neues hier oben, soll es auch nichts geben, ja. Von daher, wir sind für heute eigentlich fertig. In der nächsten Episode werden wir wahrscheinlich wieder zum Turm, zu Dingens hier, wie heißt es, zu Heizflammturm zurückkehren, damit wir mit einem NPC reden und dann uns wahrscheinlich um die linke Seite kümmern und nicht nur um die rechte. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden jetzt ein bisschen mit dem Schaden. Ich mag das Schwert. Es ist nice. Könnt mir eure Meinung zu dem Schwert sagen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Dark Souls 2. Bis dann.